Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Gasthörerinnen und Gasthörer, liebe Studierende, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe Europagespräche im Sommersemester 2021. Ich habe die besondere Freude, einen Kollegen und Freund Ihnen vorzustellen. Es handelt sich um Jürgen Nielsen-Sikora. Ich werde ein paar Dinge ausführen zu dem Bildungshintergrund, zum beruflichen Werdegang und zur Forschungsausrichtung, zu den Forschungsschwerpunkten unseres heutigen Referenten und zu seinen Veröffentlichungen. Herr Nielsen-Sikora hat sein Abitur abgelegt in Dormagen am Norbert-Gymnasium Knechtsstädten. Er hat im Anschluss 1993 dann nach dem erfolgreichen Abitur seinen Zivildienst geleistet im gleichen Ort. Im Rahmen der Vereins- und Jugendarbeit hat dann begonnen mit seinem Studium an der Universität zu Köln. Ein sehr breit gefächertes Studium der Philosophie, der Pädagogik, der Psychologie und der Geschichte. Das war in den Jahren 1995 bis 1999 und er ist schließlich zum Doktor der Pädagogik, der Erziehungswissenschaften promoviert worden im Jahr 2002 an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität zu Köln. Das Thema lautete zukunftsverantwortliche Bildung, Bausteine einer dialogisch sinnkritischen Pädagogik. Er hat dann sich auch habilitiert und dreimal dürfen Sie raten, wo, nämlich am Institut für Geschichte der Stiftung Universität Hildesheim, und zwar im Jahre 2011 und war fortan bis zum Wintersemester 2018/19 hier auch als Privatdozent und Lehrbeauftragter tätig. Die Antrittsvorlesung handelte zum Thema Europawissenschaft über die Ursprünge im 20. Jahrhundert. Die Prüfungsvorlesung war zur Aufgabe des Historikers Reflexionen zur Geschichtsphilosophie von Walter Benjamin. Zum Thema der Habilitation komme ich noch. Einige Ausführungen nun auch zum beruflichen Werdegang. Herr Nielsen-Sikora war in den Jahren 2000 bis 2003 auch an der Universität zu Köln als wissenschaftliche Hilfskraft tätig, am Seminar für Geschichte und Philosophie, Abteilung für Philosophie. Er hat in den Jahren 2003 bis 2009 dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am historischen Seminar der Universität zu Köln gearbeitet. In den Jahren 2009 bis 2012 war er Lecturer der Steinbeis-Hochschule in Berlin am Institute Corporate Responsibility Management. Und schließlich in den Jahren 2009 bis 2012 auch akademischer Rat am Historischen Institut der Universität zu Köln in der Abteilung Didaktik der Geschichte und Geschichte der europäischen Integration. Das war bei Kollegen Jürgen Elwert. Der bunte Lebenslauf geht weiter. In den Jahren 12 bis 14 arbeitete Herr Nielsen-Sikora im Rahmen der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Leitung der Abteilung Zeitgeschichte, Hauptabteilung Wissenschaftlicher Dienst, auch im Rahmen des Archivs für christlich-demokratische Politik in St. Augustin bei Bonn. Es folgte dann, wie schon erwähnt, die langjährige Tätigkeit als Lehrer an unserem Institut. Er hat dann seit Dezember 2014 auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Vertretung der Leitung des Hans-Jonas-Instituts an der Universität Siegen begonnen zu arbeiten und das führte ihn weiter und verband ihn noch mehr mit der Forschung über Hans Jonas, das Thema des heutigen Vortrages, vor allen Dingen mit Blick auf Hans Jonas und bildungsphilosophische Themen im Spannungsbereich von philosophischer Anthropologie, Pädagogik und Ethik. Seit Februar des Jahres 2019 ist Herr Nielsen-Sikora auch Vorsitzender des Hans Jonas Zentrums in Siegen geworden und seit dem Dezember 2018 schon tätig als Professor für Bildungsphilosophie an der Universität Siegen mit vielen Funktionen, die ich jetzt im Detail gar nicht ausführen kann. Wie Sie sich denken können, ist der Forschungsschwerpunkt Hans Jonas. Und zu diesem bedeutenden Philosophen werden wir gleich Ausführungen hören. Neben Hans Jonas oder mit Hans Jonas geht es um Bildungs- und Erziehungsphilosophie, Ethik und Anthropologie. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist die Geschichte der europäischen Einigungsidee, die Geschichte der europäischen Integration. Beispielsweise hat Jürgen Nielsen-Sikora über Leo Tindemans und den Tindemans-Plan der 70er Jahre
publiziert, aber auch, das hängt mit seinem Zugang zur Philosophie sehr stark zusammen, Ideengeschichte Europas, Zeitgeschichte. Für seine vielen Aktivitäten und Leistungen ist Herr Nielsen Sikora auch vielfältig ausgezeichnet worden. Ich darf einige aus einer Vielzahl nennen. Er war Teil einer Graduiertenförderung des Landes Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2000 bis 2002. Er war im Jahr 2005 erstmals Preisträger der Jungen Akademie an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zum Thema »Welche Sprache spricht Europa?« Er war das auch 2008 neuerlich zum Thema »Wovon träumen wir?« Er hat auch erfreulicherweise aus Österreich einen Preis erhalten, nämlich den Preis der Salzburger Hochschulwochen im Jahr 2007 zum Thema Macht und Ohnmacht. Und er hat auch für interkulturelles Engagement eine Auszeichnung bekommen im Jahr 2011 mit dem ehemaligen OB der Stadt Köln, Fritz Schrammer. Eine Reihe von Monographien, eine Reihe von herausgegebenen Sammelbänden zieren die Publikationsliste von Jürgen Nielsen Sikora. Sehr erwähnenswert eine Arbeit schon aus früheren Jahren mit Verantwortung, mit Bindestrich, Hans Jonas, Vittorio Hösle und die Grundlagen normativer Pädagogik. Eine weitere Publikation aus dem Jahr 2003, das ist schon erwähnte Dissertation, die in Würzburg erschienen ist, Zukunftsverantwortliche Bildung, Bausteine einer dialogisch-sinnkritischen Pädagogik und dann schließlich Europa der Bürger, Fragezeichen. Haben wir ein Europa der Bürger? Anspruch und Wirklichkeit der europäischen Einigung, eine Spurensuche, das ist das Thema der Habilitation gewesen, die in Hildesheim am Institut für Geschichte approbiert worden ist, verteidigt worden ist mit Erfolg und in Stuttgart 2009 in einer Reihe zu den Studien der europäischen Integrationsgeschichte erscheinen konnte. In weiterer Folge darf ich noch erwähnen, den Essay über Europa, das Ende der Barbarei, das im Steiner Verlag in Stuttgart 2012 erschienen ist und, last but not least, Hans Jonas für Freiheit und Verantwortung, Darmstadt 2017. Daneben noch eine ganze Reihe von Sammelwerken, die Jürgen Nielsen Sikora veröffentlicht hat, gemeinsam mit Jürgen Elwert zum Thema Kulturwissenschaften und Nationalsozialismus. Das ist 2008 erschienen. Ein weiterer Band mit ebenfalls Jürgen Elwert, Leitbild Europa, Europabilder und ihre Wirkungen in der Neuzeit. Und neben vielen anderen zuletzt, ich danke auch für die Zustellung und Zusendung, das Hans Jonas Handbuch gemeinsam mit Michael Bongard, Holger Burkhardt und John S. Gordon 2021, also brand new, hot of the press, erschienen. Ich hoffe, Ihnen damit unseren heutigen Referenten hinreichend vorgestellt zu haben. Beste Grüße nach Köln und herzlich willkommen, Jürgen Nielsen Sikora. Wir freuen uns auf die Ausführungen. Ja, vielen Dank, Michael, für die ausführliche Einführung. Mein Thema heute lautet Hans Jonas, Vordenker eines grünen Europas. Das ist das Thema, was wir im Vorfeld besprochen haben. Und ich würde das gerne in drei Schritten beantworten, nach einer kurzen Einleitung, wenn wir das auf der Folie, der nächsten Folie sehen können. Genau, nach einer kurzen Einleitung werde ich was zu Hans Jonas und seinem Prinzip Verantwortung sagen, in zwei Schritten. Zunächst etwas zur Person und dann zu seinem Buch, das Prinzip Verantwortung. Und im darauffolgenden Kapitel wird es um das Prinzip Verantwortung als Entwurf eines grünen Europas Fragezeichen gehen und am Ende ziehe ich dann ein kurzes Fazit. Ich beginne mit den einleitenden Worten und vielleicht zunächst mal denke ich, dass wir so zumindest die Einschätzung der Natur- und historischen Wissenschaften im sogenannten Anthropozän leben, dessen Ursprung zumeist in die 1950er Jahre datiert wird. Was ist das Anthropozän? Charakteristika dieser erdgeschichtlich neuen Epoche ist eine enorme Beschleunigung der Welt in sozioökonomischer Hinsicht, bedingt vor allem durch den Siegeszug der Erdöl- und Erdgasproduktion,
die so etwas wie Individualverkehr und Flugverkehr überhaupt erst flächendeckend ermöglicht und zu einer immensen Herstellung jener Welt aus Plastik geführt hat, in der wir zusehends zu versinken drohen. Die Eskalation des Ressourcenverbrauchs, das unaufhörliche Wachstum der Städte, die gesteigerte Mobilität und mit ihr verbunden der Aufstieg des globalen Tourismus sind jene Grundpfeiler einer Konsumgesellschaft, die den Kern des Anthropozäns ausmachen. Ja, also eine Zeit etwa ab den 1950er Jahren bis heute, die man nach neuer Begrifflichkeit als Anthropozän bezeichnet. Ein Zeitalter, in dem der Mensch zum entscheidenden Einflussfaktor auf die biologischen, die geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist und seine Geschichte primär als Umweltgeschichte, das heißt also auch als Einheit von Natur und Geschichte, gedacht werden muss. Der niederländische Chemie-Nobelpreisträger Paul Josef Crutzen, der den Begriff Anthropozän um die Jahrtausendwende maßgeblich prägte, spricht in diesem Kontext von einer, Zitat, Geologie der Menschheit, die durch neue Technologien und stark verbesserte Messmethoden sowie Möglichkeiten der Datenauswertung einen nie dagewesenen Einfluss auf die gesamte Erde ausübt. Bereits Mitte der 1980er Jahre verwies der Soziologe Ulrich Beck auf gesellschaftliche Metamorphosen der Gefahr, die mit dem menschlichen Einfluss auf die Umwelt einhergingen. Reichtumsproduktion und Risikoproduktion seien zwei Seiten derselben Medaille, so Beck. Infolgedessen löse die Risikogesellschaft die alte Klassengesellschaft ab. Denn in Klassenlagen habe das Sein das Bewusstsein bestimmt, in Risikolagen bestimme umgekehrt das Bewusstsein, also das Wissen, unser Wissen, bestimmt das Sein. Die Menschheit verfolge, so Becks Fazit, inzwischen bloß noch eine Politik der unbelebbar werdenden Erde. Wegreisen helfe in dieser Welt ebenso wenig wie Müsli essen, denn die Gift- und Schadstoffe seien immer schon da. Sie veränderten das ganze System in einer Art stillen Revolution und schafften Sachzwänge, die die Menschen über mehrere Generationen hinweg festlegten. Also für Zeiträume, in denen noch nicht einmal die Bedeutungsgleichheit der Schlüsselworte gesichert ist. Jede Kritik, jeder Protest wirkt gewissermaßen wie ein Nachruf auf längst getroffene Entscheidungen. Es sei am Ende nicht auszuschließen, dass eine noch nicht bewältigte Vergangenheit zu einer möglichen Entwicklungsvariante der Zukunft werde. Schauen wir auf uns. Seit nunmehr gut anderthalb Jahren, wir erleben die Ausmaße der Risikoproduktion am eigenen Leib. Hin und wieder hört man die Menschen die Umschreibung vor Corona gebrauchen. Es gibt ein davor und ein danach. Auf einmal können wir alte Realitäten exakt beschreiben. Ein Reflexionsprozess hat eingesetzt, in dem die Corona-Krise wie ein Labor der Gesellschaftsanalyse und Gegenwartsinterpretation wirkt. Das Leben befindet sich in Transformation und wir machen Lebenserfahrungen, die uns auch im Innern verändern. Denn die Krise hat das alte Leben dekonstruiert, in Einzelteile zerlegt und es ist nicht mehr komplett rekonstruierbar. Auch dies ein weiteres Kennzeichen des Anthropozäns. Es ist kein Status quo ante mehr denkbar, also kein Status, wie wir ihn zuvor kannten. Also kurz gesagt, die Zukunft ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die gegenwärtige Krise, in die sich der Mensch offensichtlich selbst hinein manövriert hat, ist ohne Zweifel eine mehrdimensionale Krise. Sie betrifft Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Geistesleben. Krisen allgemein tendieren entweder zu einer Systemregression oder zu einer neuen Stufe der Komplexität. Und mit neuen Komplexitäten kommen viele Menschen eben noch weniger zurecht. Hier ploppen gewissermaßen Fragen der Resilienz, der Kreativität, der Wandlungsfähigkeit, der Erfindungsgabe auf, stehen im Raum, ohne dass gewiss sein kann, ob die betroffene Generation, nämlich wir, sie zu nutzen vermag. Den Bruch mit alten Traditionen, einer alten, vielleicht gar veralteten Kultur stehen neue Symbolkräfte gegenüber. Die Veränderung ist insbesondere dann stark, wenn die alte Kultur bereits fragwürdig geworden ist. Ein Zurück in die Normalität scheint nicht möglich,
Denn neue Wertschöpfungsketten, neue Infrastrukturen und die Auflösung alter Produktionsketten haben bereits eingesetzt. Eine solche Tiefenkrise, wie wir sie gerade auch erleben, verändert Institutionen und gesellschaftliche Strukturen. Sie verändert aber auch Machtverhältnisse und hat neue Deutungsmuster, mitunter auch neue Handlungsprinzipien im Gepäck. Ich glaube, in diesem Zusammenhang muss man ja vielleicht auch Hans Jonas Philosophie der Verantwortung lesen, auf die ich im Folgenden zu sprechen kommen möchte, um zu fragen, ob Hans Jonas als eine Art Vordenker des grünen Europas verstanden werden kann. Um es gleich vorwegzunehmen, im Grunde verbietet sich ein solcher Gedanke bereits im Vorfeld aus zwei triftigen Gründen. Zum einen hatte er persönlich recht wenig mit den umweltpolitischen Ideen der Grünen zu tun, auch wenn deren Aufstieg parallel zum Siegeszug von Jonas Philosophie der Verantwortung in den 1980er Jahren stattfand. Zum anderen äußerte sich Hans Jonas so gut wie gar nicht zum Thema Europa beziehungsweise zur Idee der europäischen Einigung und deren politischen Implikationen. Das bedeutet in meinen Augen dennoch nicht, dass man die Frage nicht grundsätzlich diskutieren sollte. Immerhin denkt Jonas als einer der ersten unter philosophischen Prämissen den Wandel, den die Epoche des Anthropozäns mit sich bringt, durch und zieht hieraus jene Schlüsse, die in seinem berühmt gewordenen Handlungsimperativ münden, der von uns verlangt, so zu handeln, dass auch in Zukunft Leben auf der Erde möglich ist. Ja, das ist die zentrale Botschaft dieses Buches. Er ist aber nicht nur als Philosoph der Verantwortung ins kulturelle Gedächtnis eingegangen, sondern eben auch als Philosoph des Friedens. Und was könnte ihn, so meine Frage, enger mit dem Kerngedanken der europäischen Einigung verbinden als dieser Titel, den kein geringerer als Robert Spähmann, wer so ein bisschen philosophisch geschult ist unter Ihnen, wird Robert Spähmann kennen, einer der herausragenden deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Angesichts der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an Hans Jonas 1987 verliehen hat. Jonas selbst sagt, und ich zitiere, Frieden gründet auf Verantwortung. In der Tat versteht es sich im Atomzeitalter von selbst, dass Friede als Nichtkrieg zwischen Nationen, zumal den Supermächten, zur allerersten und hinfort permanenten Aufgabe weltweiter Verantwortung geworden ist. Zitat Ende. Ich werde, da ich davon ausgehe, dass nicht alle Zuhörer mit Hans Jonas und seinem Werk vertraut sind, mich zunächst um eine kurze Darstellung seiner Person und seiner Philosophie bemühen, um dann in einem zweiten Schritt der Frage nachzugehen, ob das von ihm inaugurierte, also von ihm in die Welt gebrachte Prinzip Verantwortung tatsächlich als eine Art Blueprint des grünen Europas verstanden werden kann. Ja, also ist das Prinzip Verantwortung, ist seine Philosophie gewissermaßen so eine Art Ursprung für ein grünes Denken auch in Europa. Ich ziehe dann am Ende ein knappes Fazit. Erster Punkt, Hans Jonas und sein Prinzip Verantwortung. Zunächst mal etwas zur Person von Hans Jonas, damit jeder weiß, um wen es hier geht. Der aus einer assimilierten jüdischen Familie stammende deutsch-amerikanische Philosoph Hans Jonas wird 1903 in Mönchengladbach geboren. Er ist das zweite von insgesamt drei Kindern des Textilfabrikanten Gustav Jonas und seiner Frau Rosa, geborene Horowitz. Die Familie gehört zum bürgerlich-liberalen Milieu der Stadt. Hans Jonas schließt sich früh gegen den Willen des Vaters der zionistischen Bewegung an, und pflegt zudem enge Kontakte zu dem 1912-13 gegründeten zionistischen Jugendbund Blau-Weiß. Das ist die Jugendbewegung, die so um 1900 entsteht, und die jüdische Jugendbewegung versammelte sich in diesem Jugendbund Blau-Weiß, auch die Farben nachher Israels. Die zionistische Bewegung schöpft am Ende des Ersten Weltkrieges neue Hoffnung. Grund ist die Balfour-Deklaration vom 2. November 1917. Großbritannien in der Person des damaligen Außenministers Arthur James Earl of Balfour erklärt sich in dieser Deklaration gegenüber dem Präsidenten der English Zionist Federation, Lord Lionel Walter Rothschild, einverstanden damit, in Palästina eine nationale Heimstätte des jüdischen Volkes aufzubauen. Das war sozusagen das Ursprungsziel auch der zionistischen Bewegung,
ja, eine nationale Heimstätte des jüdischen Volkes in Palästina zu errichten, also einen eigenen Staat für das jüdische Volk letzten Endes auch, wie er dann 1948 auch verwirklicht worden ist. Die Rechte der nichtjüdischen Bevölkerung sollen allerdings unangetastet bleiben. Zum Studium geht Hans Jonas dann 1921 nach Freiburg, wo er die Seminare des berühmten Philosophen Edmund Husserl und des damals noch recht unbekannten Martin Heidegger besucht. 1928 dann schließt er sein Studium mit einer religionsgeschichtlichen Arbeit über die Gnosis ab. Die Gnosis, das war eine Bewegung im 2., 3. Jahrhundert nach Christus. Ich sage dazu gleich noch zwei, drei Sätze was. Gnosis kann man mit Wissen auch übersetzen. Ja? Das ist eine Abspaltung auch des Christentums gewesen, die sich sehr stark in ein Schwarz-Weiß-Denken übergegangen ist. Aber wie gesagt, dazu gleich noch zwei, drei Sätze. Über London geht Hans Jonas dann nach Palästina und schwört sich, erst wieder als Soldat einer siegreichen Armee über Hitler deutschen Boden zu betreten. Und das macht er dann tatsächlich 1945 als Soldat der britischen Armee. 1938, an seinem 35. Geburtstag, nimmt er die palästinensische Staatsbürgerschaft an und verliert damit auch die deutsche. Bis 1939 ist er in der jüdischen Miliz der sogenannten Haganah aktiv. Die Haganah kämpfte gegen die palästinensischen Aufständischen und für die Sicherung jüdischer Siedlungen. Ja, Sie kennen das aus der Geschichte, dass immer mehr immer mehr Juden auch nach Palästina gingen und das natürlich zu Spannungen auch führte mit der palästinensischen Bevölkerung und es sehr viele Kämpfe gab zwischen Palästinensern und Juden, zwischen Juden, aber auch und der britischen Besatzungsmacht. Darauf kann ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen. Hans Jonas ist jedenfalls sehr, sehr aktiv da in dieser Bewegung und nimmt daneben aber auch noch Lehraufträge an der Hebräischen Universität wahr. Als Soldat der britischen Armee, genauer gesagt der jüdischen Brigade, kehrt er dann tatsächlich 1945 nach Deutschland zurück, übersiedelt jedoch wieder bald nach Palästina und kämpft abermals in der israelischen Armee, kurz nach der Staatsgründung 1948. Aus jüdischer Sicht sind Kriege nur als Verteidigungskriege begründbar. In einem Aufsatz mit dem Titel Reflections on Religious Aspects of Warlessness stellt er darüber hinaus die These auf, dass sich aus der Geschichte von Judentum, Christentum und Islam nur schwerlich eine völlig pazifistische Grundhaltung gewinnen lasse, da sie Krieg und Frieden jeweils ambivalent gegenüber eingestellt seien. Der Philosoph des Friedens ist also bei weitem kein militanter Pazifist. In den Folgejahren macht er zunächst Station in Kanada, wo er an zwei Universitäten unterrichtet, ehe er 1955 dann an die New School for Social Research wechselt, eine bis heute sehr, sehr hoch angesehene Universität in New York, wo er bis zu seiner Emeritierung 1976 forscht und lehrt. Thematisch kreist sein Werk um drei Themenblöcke. In der Frühphase seines Schaffens widmet er sich der Erforschung der Gnosis, einem Seitenarm christlichen Glaubens um das 2. und 3. Jahrhundert nach Christus. Die Gnosis zeichnet ein streng dualistisches Weltbild, in dem die Erde wie das irdische Leben von einem abgefallenen Gott geschaffen wurden und deshalb der Finsternis angehören. Also sehr viel auch Mythologie da drin und sehr viel Erzählung. Der Mensch sehnt sich nach der Erlösung von dieser chaotischen und bösen Welt, nach der Rückkehr des in seine Seele gesenkten göttlichen Funkens in das Licht des absolut transzendenten und guten Gottes. Das ist diese Schwarz-Weiß-Malerei, die die gnostischen oder manichäischen Denker in dieser Zeit aufmachen. Diese Rückkehr ist auf dem Weg der Erkenntnis, also der Gnosis, möglich. Der zweite Themenbereich fokussiert eine Art philosophische Biologie, in deren Zentrum die Begriffe Leben und Freiheit eine tragende Rolle. Dazu eine ganz kurze Anmerkung. Er ist ja als Soldat auch aktiv und beginnt dann in den 40er Jahren, sich mit der Biologie, mit der philosophischen Biologie zu beschäftigen. Und das ist vielleicht nicht ganz abwegig, wenn um einen herum der Tod permanent präsent ist, dass man sich Gedanken um das Leben macht. Das aber nur als Fußnote dazu. Bezug nehmend auf Whitehead, einen auch bekannten Philosophen, und Henri Bergson's Philosophie,
deren Leitmotiv der Elan Vital ist, also ein Schöpfungsprinzip, das die organischen und geistigen Formen des Lebens als Einheit begreift, entwirft Jonas seine eigene Lebensphilosophie ab den 40er Jahren. Die Entfaltung des Lebens zu immer höheren Formen implizierte bereits bei Bergson die Idee der Freiheit. Bergson rezipierend schreibt Hans Jonas 1944: Im Begriff der Freiheit besitzen wir einen Leitbegriff für die Interpretation des Lebens, also ein ontologischer Grundgedanke des Lebens als solchen und auch das durchgehende Prinzip seines Fortschrittes zu höheren Stufen, in dem jedes Mal Freiheit auf Freiheit sich baut, höhere auf niedere, reichere auf einfache. Und in den Termini des Freiheitsbegriffes lässt sich das Entwicklungsganze überzeugend interpretieren, so Jonas. Die Idee, die dahinter steckt, ist einfach, dass das Leben gewissermaßen in einer Art Stufenleiter aufgebaut ist. Vom kleinsten Organismus, der aber auch schon gewissermaßen in sich ein Stück Freiheit besitzt, bis hin zum Geiste des Menschen, der die größtmögliche Freiheit besitzt, aber als solcher immer noch Teil des Organischen ist. Also wir sind nicht reiner Geist, sondern immer noch auch organisch strukturiert. Und der einfachste Organismus hat schon so eine Art Präfiguration von Freiheit und Geist. Also dieses Zusammenspiel dieser beiden Elemente ist für ihn ganz wichtig. Sein zunächst 1967 auf Englisch und dann 1973 auf Deutsch publiziertes Werk Organismus und Freiheit kreist genau um diese Themen. Das Werk lässt sich als Versuch verstehen, die Würde bzw. Werthaftigkeit der organischen Natur zu erhalten, die im Zuge der technologischen Entwicklung durch ihren instrumentellen Gebrauch für beliebige menschliche Zwecksetzungen verloren zu gehen droht. Entsprechend nutzt Jonas seine Analysen in Organismus und Freiheit auch, um in der Folgezeit in vereinzelten, kasuistischen, also fallbezogenen Abhandlungen die neuzeitliche Lebenswissenschaft und ihre biotechnologische und medizinische Anwendung unter verantwortungsethischer Perspektive zu reflektieren. Was dürfen wir in der Medizin und der Biotechnologie? Was ist da erlaubt? Wo werden Grenzen überschritten? Das ist ja eine Debatte, die bis heute hochaktuell ist. Es ist letztlich der Versuch einer Aufhebung des dualistischen Bezugsrahmens der neuzeitlichen Philosophie seit Descartes. Darauf kann ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber wenn Sie so ein bisschen Philosophieerfahrung haben, wissen Sie, dass Descartes fordert, das zu trennen, res cogitans, res extensa, also sozusagen eine Materie und ein Geist. Ich denke, also bin ich, ist sozusagen die Reduktion des Ichs auf den Geist, und das versucht Jonas wieder zu überwinden durch diesen Rückgriff auf den Organismus. Hierbei geht es ein phänomenologisch-ontologischer Ansatz, der sich auf die These stützt, dass das Wesen der Wirklichkeit sich am vollständigsten in der organischen Existenzweise des Organismus ausspricht, über andere dualismuskritische Ansätze hinaus. Jonas geht es um nichts Geringeres als die integrative Vereinigung des in der neuzeitlichen Philosophie und Wissenschaft weithin als miteinander unvereinbar Anliegenden. Nämlich, und das habe ich gerade schon gesagt, die Vereinigung von Existenzialontologie, Metaphysik und Naturwissenschaften einerseits, das wäre wissenschaftlich gesprochen, und konkreter um die Vereinigung von Mensch und Natur, respektive Leib, Seele andererseits. Ja, also da wieder die Einheit herzustellen, die seit Descartes aufgebrochen ist, das ist sein Anspruch. Damit zeichnet er bereits vor, was ab 1972 seine Arbeit maßgeblich prägt, nämlich der Entwurf einer Ethik für die hochtechnologische Gefahrenzivilisation, die Ende 1979 dann als das Prinzip Verantwortung bei Suhrkamp erscheint und die Moralphilosophie, wie kaum ein zweites Werk im 20. Jahrhundert, in ihren Grundfesten erschüttert und den Diskurs über menschliches Handeln und seine Folgen bestimmt hat. Davon zeugen nicht zuletzt auch der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Mönchengladbach in den späten 80er Jahren. Da kommt es zu einer sehr emotionalen Szene. Er hatte ja in den 30er Jahren seine Staatsbürgerschaft und damit auch die Bürgerschaft in Gladbach verloren und bekommt jetzt die Ehrenbürgerschaft und begrüßt dann seine Zuhörer mit den Worten "Liebe Mitbürger" und dem Hinweis darauf, dass er das ja jetzt wieder sagen kann. Hans Jonas stirbt dann 1993 in seinem Wohnort New Rochelle bei New York. Und die Debatte über den Klimawandel, die Erfahrung mit der Pandemie seit Ende 2019, aber auch viele andere umweltpolitische Debatten zeigen meines Erachtens, wie hochaktuell sein Denken auch heute noch ist.
Damit komme ich zum zweiten Aspekt. Und zwar gehe ich jetzt etwas konkreter auf sein Hauptwerk, das Prinzip Verantwortung, ein, ehe ich dann frage, inwiefern das ein Vorläufer für ein grünes Europa sein könnte. Bereits die 1960er Jahre, in denen Jonas moralphilosophische Gedanken allmählich Gestalt annahmen, waren nicht nur in Europa, sondern gleichsam in seiner neuen Heimat Amerika unruhige und von politischen Dissonanzen geprägte Zeiten. Seit ein paar Jahren hatte man ein Bild von der Erde vom Weltraum aus und dieses Bild schärfte das Bewusstsein, auf einem zerbrechlichen Planeten zu leben. Zahlreiche Konfliktherde und politisch heikle Situationen sind zudem Kennzeichen dieser Zeit. Hinzu kommt zu Beginn der 1970er Jahre das Bewusstsein, dass es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erstmals möglich zu sein scheint, das gesamte Leben auf der Erde durch Waffentechnologie und fortschreitende Umweltzerstörung auszulöschen. Darauf hatte schon das apostolische Schreiben Octogesima Adveniens vom 14. Mai 1971 des damaligen Papstes Paul VI. Aufmerksam gemacht. Wir können selbst Opfer unserer eigenen Zerstörungswut werden. Das Thema Umwelt ist seit Jahren ein hochpolitisches, auch zur damaligen Zeit natürlich. In Deutschland hatte sich bereits 1973 der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz gegründet und ab 1975 versucht die Bundesregierung über den sogenannten Bürgerdialog Kernenergie ins Gespräch mit Kernkraftgegnern zu kommen, um die allmählich heraufziehende No-Future-Mentalität zu entkräften. Hans Jonas will auf diese Entwicklung jedoch nicht mit einem weiteren politischen Appell oder Aufruf antworten, sondern die damalige Situation, der er aufgrund seiner potenziellen Ausmaße eine völlig neue Dimension bescheinigt, philosophisch antworten. Er zeigt deshalb in seiner Ethik, dass Handlungen eines Kollektivs des Bezugspunktes zu dem tatsächlichen Ausmaß ihrer Wirksamkeit bedürfen und plädiert in der Summe für eine vergleichende Futurologie, also eine Zukunftsforschung. Das vorgestellte Übel, also das, was an Übeln auf uns zukommen könnte, sollte wie ein echtes Übel behandelt werden. Die damit einhergehende Pflicht sei die Beschaffung ausreichender Informationen über mögliche Fernwirkungen. Also die Frage, welche Folgen, welche Nebenwirkungen hat denn mein Handeln, hat unser kollektives Handeln in der Zukunft? Die heutige Welt, so schreibt Jonas, verlange sowohl Wiedergutmachung als auch Rettung des Friedens des unsichtbaren Reiches. Von den heute Lebenden sei eine große Anstrengung verlangt, Zitat, den Schatten von unserer Stirn zu lüften und denen, die nach uns kommen, eine neue Möglichkeit der Seelenheiterkeit dadurch zu verschaffen, dass wir sie, die Gemordeten, der unsichtbaren Welt zurückgeben. Und wir tun dies, wenn wir im Angesicht der Bombe und all dessen, was sie symbolisiert, das göttliche Abenteuer auf Erden nicht im Stich lassen. Zitat Ende. So verklammert also Hans Jonas Erinnerung und Zukunftsgestaltung aufs Engste miteinander. Ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft. Ohne Geschichte bleibt die Gegenwart leer, der Blick in die Zukunft blind. Und ohne Sorge um die Zukunft des Menschen wären Geschichte und Gegenwart ohne Sinn. Gleich zu Beginn seines Buches hebt Jonas hervor, dass der Mensch mit Hilfe der modernen Technik erstmals in seiner Geschichte in der Lage ist, in die eigene Natur einzugreifen und sie zu verändern. Dies erschwere die Definition des moralisch Guten und rücke eine Dimension von Verantwortung in den Vordergrund, die völlig neuartig ist. In der Konsequenz sei eine Änderung bisheriger Ethik vonnöten. Gegen all jene vorausgegangenen Ethiken der Gleichzeitigkeit möchte Hans Jonas nun eine Ethik entwerfen, die die neuen Arten und Abmaße des Handelns berücksichtigt. Diese Ethik muss seines Erachtens eine Ethik der Voraussicht und Verantwortung sein, die sich mit den neuen Herausforderungen, die dem Werk des Homo Faber im Zeitalter der Technologie entspringen, vergleichen ließen. Die Intention ist klar, die von seinem Freund Günther Anders diagnostizierte prometheische Scham zu überwinden, die davon ausgeht, dass der Geist stets hinter dem, was er kreiert, zurückbleibt. Also wir schaffen Dinge, über die wir dann nicht mehr Herr sind. Also die führen gewissermaßen ein Eigenleben und sind nicht mehr beherrschbar. Das ist das, was Anders als prometheische Scham bezeichnet. Das Merkmal, das erste Merkmal bisheriger Ethik ist für Jonas die Tatsache,
dass sie die Reichweite menschlichen Handelns nicht berücksichtigen musste. Der Mensch gefährdete weder die natürliche Ordnung der Dinge, noch ging es ihm um technischen Fortschritt als solchen. Vielmehr standen die Notwendigkeiten, die er mittels Technik zu bewerkstelligen versuchte, im Mittelpunkt aller Ethik. Das zweite Merkmal ist der Fokus auf zwischenmenschliche Handlungen. Traditionelle Ethik kümmerte sich nicht um Auswirkungen, die sich aus dem Miteinander der Menschen ergaben, es recht nicht um die Folgen des Handelns in Bezug auf eine veränderte Natur. Wir erleben es heute. Das dritte Merkmal ist, dass klassische Ethiken von einer Konstanz der menschlichen Natur ausgehen konnten. So unterschiedlich die philosophischen Anthropologien im Einzelnen gewesen sein mögen und so sehr unterschiedliche Schwerpunkte bei der Frage nach dem Wesen des Menschen gesetzt wurden, so unbestreitbar war, dass sich das Wesen des Menschen nicht grundsätzlich wandelte. Moderne Technologien aber lassen genau an diesem Glauben ernsthafte Zweifel aufkommen, weil sie in das Wesen des Menschen eingreifen und ihn, zum Beispiel sein Erbgut, verändern. Und das vierte Merkmal war, dass alle bisherige Ethik sich mit der unmittelbaren Gegenwart auseinanderzusetzen hatte. Fernwirkung bestimmter Handlungen, öffentlicher oder privater Natur, waren weitestgehend unbekannt. Ethische Gebote und Maximen, also von den 10 Geboten über die nikomachische Ethik oder Kants kategorischen Imperativ, erwuchsen aus diesen 4 Merkmalen, die Jonas zwar nicht für grundsätzlich überholt, aber doch für unzureichend hält angesichts der Tragweite menschlichen Tuns in der von ihm sogenannten technologischen Zivilisation. Selbstverständlich hatte ein Zuwiderhandel jetzt Konsequenzen, doch blieb der zeitliche und räumliche Radius aller Interaktionen überschaubar. Dem stellt Jonas die das Anthropozän kennzeichnende Unumkehrbarkeit zahlreicher Handlungen sowie die Kumulation der Handlungsfolgen beiseite. Es bedürfe insofern eines neuen Prinzips, das diese Aspekte mit berücksichtigt und jene Handlungsfolgen in die ethische Überlegung mit einbezieht. Die Berücksichtigung zukünftiger Generationen und ihrer Interessen markiere genau dieses neue Prinzip, das er als Verantwortung begreift, nämlich als eine Antwort auf die Herausforderung, die die neue Dimension menschlichen Handelns erfordert. Damit einhergehe ein Gebot der Fortexistenz der Menschheit, das sich allein aus Kants Maxime der Selbsteinstimmigkeit, also aus der kantischen Philosophie, in der die eigene Maxime allgemeines Gesetz werde, nicht ableiten ließe. Aus diesem Grund formuliert er einen neuen Imperativ, der die Handlungsfolgen mit in die Formulierung einbezieht. Ich zitiere: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Zitat Ende. Dieser Imperativ zielt in eine Richtung, die in diesen Tagen unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit firmiert und meines Erachtens am ehesten als Prämisse eines sogenannten grünen Europas, wenn man davon sprechen möchte, wird gelten können. Damit käme ich jetzt zu der Frage, ist das Prinzip Verantwortung so etwas wie der Entwurf eines solchen grünen Europas oder grundsätzlich einer grünen Politik? Nachhaltigkeit bedeutet zunächst einmal genau dies, das individuelle und gemeinsame Leben der Menschen auf der Erde so zu gestalten, dass die Lebensgrundlagen der folgenden Generationen nicht zerstört werden. Hierzu gehören zum Beispiel Grund und Boden für Wohnung und Nahrung, Wasser, Gesundheitsversorgung, Bildung, Infrastrukturen, die Kommunikationstechnik, also Internet, Telefon und so weiter, Rohstoffe, eine intakte Umwelt und einige andere Aspekte. An zivilgesellschaftlichen Initiativen wie der Fridays for Future Bewegung zum Beispiel lässt sich ablesen, dass die Sorge, die Lebensgrundlagen seien gefährdet, durchaus virulent ist. Hierfür sprechen auch zahlreiche Studien, die sich zum Beispiel mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen. Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema, das die Verantwortung für die heute lebenden Menschen mit der Verantwortung für die zukünftigen Generationen verbindet. Und genau dies war das Anliegen von Hans Jonas, der dem politischen Appell eine philosophische Grundlage bereiten wollte und davon ausging, dass jede Generation ihre Aufgaben selbst lösen muss und sie nicht den kommenden Generationen aufbürden darf. Diese Grundregel findet sich dann auch 1987 etwa in dem Bericht Unsere gemeinsame Zukunft der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, der sogenannten Brundtland-Kommission, wieder. Dort heißt es, ganz im Anschluss an Hans Jonas, Zitat, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht,
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Zitat Ende. Und nur wenn jeder Einzelne aktiv wird, könne dieses Ziel auch erreicht werden. In diesem Zusammenhang sind drei Faktoren wesentlich. Zum einen das Recht auf Entwicklung einer jeden Generation, zum anderen eine gerechte und zukunftsverträgliche Verteilung von Ressourcen und schließlich die Idee einer begrenzten Tragfähigkeit der Ökosysteme. Das heißt, dass in diesem Prinzip sowohl ökonomische als auch ökologische und soziale Entwicklungen als Einheit zu begreifen sind. Weder lässt sich die Ökologie gegen die Ökonomie noch die Ökonomie gegen das Soziale ausspielen. Vielmehr gilt es zu verstehen, dass im Anthropozän alle drei Sphären untrennbar miteinander verbunden sind und nur dann in einem Gleichgewicht sich befinden, wenn jede einzelne Sphäre in ihrer Komplexität und ihrem Gesamtzusammenhang Berücksichtigung findet. Dieses Gleichgewicht zu wahren, ist Aufgabe des Gesetzgebers, der die Vorsorge für eine dauerhafte Befriedigung von Gemeinschaftsinteressen politisch zu verantworten hat. Auch die Europäische Union verpflichtet sich in ihrem Vertrag über die Arbeitsweise in Artikel 11 auf die Förderung nachhaltiger Entwicklung. Dort heißt es, Zitat, die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und Maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden. Zitat Ende. Einzelne Aspekte des Prinzips der Nachhaltigkeit sind auch im Grundgesetz gewährleistet. Artikel 20a zum Beispiel spricht von ökologischer Nachhaltigkeit, aber auch Artikel 109 oder 115 sehen eine Schuldenbremse und eine Begrenzung von Kreditaufnahmen vor. Auch das sind ja ökonomische Nachhaltigkeitsaspekte. Im Rahmen der Diskussion, ob Nachhaltigkeit gar den Rang eines Verfassungsprinzips erlangen sollte, wurde in den vergangenen Jahren ein möglicher neuer Artikel 20b debattiert. Und da lautete ein Vorschlag, Zitat, der Staat beachtet bei seinem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, Zitat Ende. Das hieße, dass alles staatliche Handeln auf Nachhaltigkeit hin überprüft werden müsste. Nachhaltigkeit erhielte so den Rang eines verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgutes. Und der Staat sähe sich politisch in der Verantwortung, dieses Recht zu gewährleisten. Nachhaltigkeit wäre dann ein Staatsziel, jedoch kein Grundrecht. Denn Staatsziele wirken nur als objektives Recht, aus dem keine subjektiven Rechtsansprüche der Bürger abzuleiten sind. Das heißt, Staatsziele richten sich an den Gesetzgeber, die öffentliche Verwaltung, die Gerichte und so weiter und besitzen nicht zuletzt edukatorische, also erzieherische Funktion. Der Koalitionsvertrag des Jahres 2013 in Deutschland in der Hochphase der Diskussion über den Artikel 20b lautete, oder im Koalitionsvertrag hieß es, Nachhaltigkeit ist ein grundlegendes Ziel und Maßstab des Regierungshandelns. Der Satz sollte nicht zuletzt das öffentliche Bewusstsein für die Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung stärken. Die Frage, ob dieser Artikel nötig ist, stellte sich dann insbesondere deshalb, weil bereits 1994, also zwei Jahre nach der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio, das Prinzip der Nachhaltigkeit indirekt als Staatsziel in Artikel 20a des Grundgesetzes verankert wurde. Der Artikel 20a lautet, Zitat, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Das ist in meinen Augen nicht weniger als ein politischer Ritterschlag für die Philosophie von Hans Jonas. Zur regelmäßig wiederkehrenden Begutachtung der Umweltsituation und zur Erleichterung der Urteilsbildung bei allen umweltpolitisch verantwortlichen Instanzen hat die Bundesregierung dann ab 1990 verschiedene Expertengremien ins Leben gerufen, etwa den Sachverständigenrat für Umweltfragen, den Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, den Rat für nachhaltige Entwicklung, der seit April 2001 von der Bundesregierung berufen, 15 Personen des öffentlichen Lebens mit Aufgaben betraut, wie etwa der Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, der Benennung von konkreten Handlungsfeldern und Projekten, der Aufforderung, Nachhaltigkeit zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen zu machen. Die bisherigen Ergebnisse sind unter anderem der Deutsche Nachhaltigkeitskodex und die Stellungnahme zum Regierungsentwurf der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.
Aktuell wird, wie Sie vielleicht wissen, der Green Deal der EU, also der Europäischen Union, das damit zusammenhängende Klimaschutzgesetz von 2019 diskutiert und gerade ganz aktuell in Deutschland auf seine Verfassungskonformität geprüft. Die ehemalige Vorsitzende des Rats für nachhaltige Entwicklung, Marlene Thieme, sagte, Zitat, der Rat für nachhaltige Entwicklung spricht sich dafür aus, Nachhaltigkeit nicht nur als einen Impuls für Politik und Verwaltungswirklichkeit zu verstehen, sondern Nachhaltigkeit politisch aufzuwerten und als leitendes Handlungsprinzip im Grundgesetz zu verankern. Darüber hinaus zeichnet der seit 2004 aktive parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung sowohl für eine nationale als auch eine europäische Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich, besitzt im Grunde genommen jedoch eher eine Art Wachhundfunktion. Angesichts einer zusehenden multiplen Krisensituation in Deutschland, in Europa und in der Welt scheint dies mehr denn nötig. Die Problemfaktoren sind hinlänglich bekannt. Ich nenne nur einige ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Der Klimawandel natürlich, Feinstaubbelastung, Versauerung der Ozeane, der Ozonabbau, die Wüstenbildung, das Artensterben, der Verlust von Biodiversität, chemische Verunreinigung, Brandrodung, Verstädterung, Verkehrsinfarkte, Versiegelungen, der weltweite Tourismus, Hunger, Armut, Atommüll, unser Ressourcenverbrauch, die Nahrungsmittelproduktion und natürlich die Verschwendung in der Wegwerfgesellschaft, Seuchen, Staatsverschuldung, die Wachstumsideologie, unser hoher Lebensstandard, der demografische Wandel, die Finanzierung der Sicherungssysteme, Bildungsdefizite und, und. Also all das sind hochaktuell politische Aufgaben, die nach neuen Verantwortlichkeiten quasi rufen. Und viele dieser Faktoren haben unmittelbar Auswirkungen auf die Atmosphäre, auf die Eigenschaften der Landoberfläche, auf das Klima, auf das Weltklima, aber auch eben auf die Stressbelastung und auf Krankheitsphänomene. Die Kostenexplosion durch den Klimawandel ist ebenfalls ein Problem und nicht zu der Auslagerung von Umweltbedrohungen in andere Weltregionen samt Bumerang-Effekt. Das fällt oftmals auf uns wieder zurück. Noch deutlicher als zu Hans-Jonas-Zeiten tritt also die Wechselwirkung des Klimasystems vor Augen. Also die Wechselwirkung der Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, also Eis, Tiere, Pflanzen, Böden, Gesteine und so weiter. Das spielt natürlich alles ineinander heutzutage in einer globalen Welt. Nehmen wir als Beispiel nur den Ozean. Der Temperaturwandel verändert den Meeresspiegel, aber auch die Meeresströme, den Säuregehalt des Meeres. Das Meer dient zudem als Müllhalde. Das hatte ich anfangs schon angedeutet. 140 Millionen Tonnen Plastik und mehr lagern im Meer. Die Landgewinnungsmaßnahmen haben teils verheerende Auswirkungen auf Meeresorganismen und Vögel. Zudem ist natürlich der steigende Meeresspiegel ein großes Problem. Im Grunde genommen fordert all dies ein radikales Umdenken in Politik, Ökonomie und Gesellschaft. Es erfordert weitere Zielvereinbarungen, den Wandel ökonomischer Aktivitäten, insbesondere in der Europäischen Union, aber auch in den USA, in China, in Indien und Brasilien. Es erfordert Situationsanalysen, Trenddiagnosen, die Identifikation von Fehlentwicklungen, neue, andere Produktionsprozesse im Kontext erneuerbarer, recycelbarer, langlebiger und biologisch abbaubarer Produkte, neue Märkte sowie die Ableitung des Handlungsbedarfs und Erfolgskontrollen. Hier ließe sich sicherlich ganz gut an Hans Jonas anknüpfen, denn alle, die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft, die Wissenschaft, aber auch wir Individuen, tragen Verantwortung für einen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit. Partizipation ist hierbei die Voraussetzung für die Transformation einer verantwortungsbewussten Gesellschaft. Nur im Dialog aller Ebenen können gemeinsame Lösungen gefunden und Alternativen vorgelegt werden und mögliche Störfaktoren wie die weiterhin vorherrschende Großmachtrivalität, der Rüstungswettlauf, die Fragmentierung des Staates oder der Staatszerfall, der transnationale Terrorismus, Nationalismus, Populismus, wenn schon nicht beseitigt, so doch zumindest besänftigt werden. Man sollte hierbei jedoch auch nicht übersehen, dass das Prinzip Nachhaltigkeit teilweise bereits in einen neuen, unter auch hedonistisch geführten Lebensstil des Biochic geführt und eine Art, ich habe das mal so genannt, Dr. Hauschka-Mentalität in der Gesellschaft hervorgerufen hat, in der Werte wie Authentizität, Nachbarschaft und Urban Farming beinahe schon fundamentalistisch propagiert und verteidigt werden.
Die Ökobewegung ist gewiss ein recht neuer Megatrend, der nicht zuletzt auch einen neuen europäischen Standortwettbewerb provozierte. Ökotourismus, Slow Cities, Energiesparlampen, ja, große Diskussion innerhalb der Europäischen Union vor ein paar Jahren, Solaranlagen, Passivhäuser, Gesundheitsökonomie, Green Buildings, CSR und so weiter sind Schlagworte, die damit verbunden sind. Die Frage, die sich hier gewiss stellt, lautet, ist das alles gut, weil es marktkonform ist? Oder ist es gut, weil es vor allem sozial verantwortlich ist? Das heißt, das Verhältnis Markt versus Nachhaltigkeit reicht ja bis hinein in Fragen der Mitarbeiterführung und des sozioökologischen Engagements von Unternehmen, zum Beispiel als Kreditgarant. Es reicht hinein bis in die Frage nach Arbeitsbedingungen und Korruptionsbekämpfung. Das sind nur ein paar Aufgabenfelder, die hier kurz skizziert sind. Und ich will an diesem Punkt ein Fazit ziehen und noch einmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Mein Fazit. Hans Jonas hat in meinen Augen keine politische Philosophie verfasst. Mit dem Untiefen konkret politischen Handelns, politischen Strukturen und Institutionen ist er zeitlebens nicht befasst. Seine Prämissen speisen sich aus der Diskussion vor allen Dingen mit dem Biologen Ludwig von Bertalanffy und sind zunächst einmal naturwissenschaftlicher, genauer biologischer Natur, die im Kern das Leben als solches in den Blick nehmen. Hinzu treten dann religiöse, aus dem Judentum sich speisende Gedanken, die seine Philosophie begründungstheoretisch in eine metaphysisch-ontologische Richtung lenken. Also eine Philosophierichtung, die eigentlich eher in der Antike beheimatet ist, ja, die Metaphysik in der Neuzeit eigentlich weniger betrieben wird und die Ontologie eigentlich auch, ja, die hat nochmal so einen Auftrieb in den 1920er Jahren bekommen, aber ist eigentlich auch keine Philosophierichtung, die wirklich hochmodern wäre. Also da ist er gewissermaßen ein Denker gegen den Strom. Manch einer hat ihn deshalb, ob zu Recht oder nicht, sei dahingestellt, als Neo-Aristoteliker bezeichnet. Sein Anspruch ist vielleicht simpler. Er will nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine Erweiterung von Kants Pflichtenethik, die die Reichweite der Handlungen des Menschen nicht abdecke. Ob ihm das tatsächlich gelungen ist, ist nicht ganz leicht zu beantworten und hat uns hier auch nicht in erster Linie beschäftigt. Auch lässt sich kaum davon sprechen, dass sich Jonas mit dem Themenkomplex Europa bzw. der EG-EU auseinandergesetzt hätte. Soweit ich das überblicke, gibt es von ihm hierzu keine ernstzunehmende Einlassung. Sein Blick ist vielmehr global ausgerichtet. Sein Maßstab ist ethischer Provenienz. Er möchte die Verantwortung des Menschen im Zeitalter hochtechnologischer Gefahren verorten. In der praktischen Erprobung seiner Ethik stehen in erster Linie medizinische Projekte, also etwa Gentechnologie, Neurochirurgie, Transplantationsmedizin und so weiter. Schließlich nutzt er auch das Adjektiv grün nicht im politischen Sinne. All diese Bestände sprechen dafür, dass Hans Jonas nicht als Vordenker eines grünen Europas tituliert werden kann. Seine Philosophie ist andererseits von den Ideen der Verantwortung, der Freiheit, des Friedens und der Nachhaltigkeit durchtränkt. Und natürlich spielen diese Ideen in politische, anthropologische und nicht zuletzt auch pädagogische Sphären hinein. Hinzu kommt das Thema, dass das Zeitalter des Anthropozäns wie kein zweites bestimmt. Die Rolle des Menschen in der Welt und seine Fähigkeit, die eigenen Lebensgrundlagen erstmals in seiner eigenen Geschichte durch neue Technologien und den damit verbundenen Ressourcenverbrauch zerstören zu können. Dies hat allerdings dazu geführt, dass die öffentliche Diskussion seiner Philosophie der Verantwortung stets von begründungstheoretischen Fragestellungen abstrahiert und sich, anders als er selbst wollte, zusehends auf die politischen wie pädagogischen Implikationen dieses Prinzips konzentriert hat. Man hat aus dem Ethiker Jonas in der Diskussion dann doch immer wieder den Mahner und Propheten Jonas gemacht, der ja bereits in den 1970er Jahren auf die politische Verantwortung für den Erhalt des Lebens hingewiesen habe. Daran knüpft nicht zuletzt die Brundtland-Kommission an, daran knüpfen die Diskussionen über Nachhaltigkeit und Klimawandel. Auch Robert Habeck spricht im Nachwort zur Neuauflage von das Prinzip Verantwortung von einem politischen Imperativ. Gerade dies ist Jonas' Formulierung nicht. Und Habeck irrt auch gleich ein zweites Mal, wenn er Jonas Dogmatismus vorwirft. Er schreibt,
Auch das Pflücken von Blumen, das Fällen von Bäumen und das Mähen des Rasens würden in der Ethik von Jonas zu einem moralischen Problem. Und weiter, Zitat, an dieser Stelle droht ein Dogmatismus, denn am Ende läuft die Argumentation darauf hinaus, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. Die Menschheit und ihr Überleben oder die Natur und ihr Überleben. Dabei braucht es diesen Dogmatismus gar nicht. Wir können die Notwendigkeit, die Umwelt besser zu schützen, stärker und auch konsequenter begründen, indem wir den Schutz der Umwelt als höchstes menschliches Interesse begreifen und nicht als Pflicht. Jonas in Richtung einer Ökodiktatur zu deuten, ist zumindest nur dann möglich, wenn man seinen Pflichtbegriff sehr apodiktisch deutet. Allerdings muss man zugleich zugestehen, dass sich Jonas über die politische Umsetzung des Imperativs wenige, wenn nicht, dann in der Tat nicht ganz unproblematische Gedanken gemacht hat. Und wenn, dann nicht ganz unproblematische Gedanken. Es ist an dieser Stelle dennoch müßig, die eigenwillige Interpretation Habecks im Einzelnen aufzuschlüsseln. Nur so viel hierzu. Als Jonas ging es gerade um die Überwindung des Dualismus, um die psychophysische Rehabilitierung der seit Descartes gängigen Kluft zwischen Mensch und Umwelt. Das hat Habeck wohl ebenso wenig verstanden, wie Jonas wohl verstanden hätte, welche merkwürdige Pfade die Debatte um sein Werk inzwischen genommen hat. Es scheint, so muss man am Ende festhalten, dass es doch leichter ist, sich auf eine politische Debatte über die Zukunft der Menschheit einzulassen, als sich den Mühen einer philosophischen Begründung, warum überhaupt eine Menschheit sein soll, zu stellen. Die Öffentlichkeit denkt politisch, nicht philosophisch. Und aus diesem Grunde bleibe ich bei meinem Fazit, dass Hans Jonas streng genommen kein Vordenker grüner Politik war und insofern auch kein Vordenker eines grünen Europas. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Jürgen Niesen-Sikorer, für diesen sehr umfassenden Vortrag. Auch wenn nicht unsere Hörerinnen und Hörer, Studierende und Gasthörerinnen und Gasthörer alle Philosophen sind, aber es war, denke ich, dennoch sehr gut, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben, und es ist auch sehr klar und gut strukturiert und verständlich vorgetragen worden. Nach einer Einleitung in die Materie haben wir zur Biografie von Hans Jonas einiges erfahren, eine sehr bewegte Biografie im Spannungsfeld von Zionismus, Zweiten Weltkrieg und Rekonstruktion der Demokratie in Deutschland mit seiner wissenschaftlichen Karriere in den USA bis hin zur späten Ehrung durch die Stadt Mönchengladbach und die auch späte Verleihung von Anerkennung und Preisen. Wir haben in weiterer Folge dann viel gehört über das Prinzip der Verantwortung, ausgehend von der Lehre und dem Werk von Hans Jonas, und am Ende eine sehr dezidierte Absage an eine Vorstellung, eine wie auch immer geartete Vorstellung von einem Hans Jonas als einem Vordenker für ein grünes Europa. Wir haben gehört, dass Jonas kein Vertreter einer politischen Philosophie war, sondern im Sinne einer Verantwortungsethik weiterführend, ausgehend von Kants Imperativ und einer Friedens- und Nachhaltigkeitsethik. Ich darf zunächst in einer ersten Runde, in einer ersten Fragerunde einige Punkte aufgreifen bezüglich Hans Jonas, aber auch jenseits des Themas Hans Jonas. Und sodann werde ich von unserem Institutsmitarbeiter Severin Kramm nachgefolgt mit seinen Fragen. Zunächst hast du, Jürgen, eingeführt, dass sich die Welt durch die Krisenhaftigkeit der letzten Jahre und Jahrzehnte so weit entwickelt hat, dass entsprechende Reaktionen darauf wie eine Art Nachruf wirken könnten. Die Krise, wie wir sie jetzt erleben, mit dieser Pandemie, so in deinen Ausführungen zu hören, habe zu einer Dekonstruktion der Welt geführt, die keine Rekonstruktion möglich mache. Es ist sehr dezidiert gesagt worden, dass ein Zurück zur Normalität kaum denkbar, ja vermutlich unmöglich scheint. Was hat das eigentlich für Folgen auch für dein Forschungsfeld, aber auch für deinen Beruf? Du bist Pädagoge, du bist Psychologe und du bist Historiker. Was bedeutet das eigentlich für die Pädagogik, für die Psychologie und vor allen Dingen, was uns interessiert, für die Geschichtswissenschaft? Du bist ja auch Historiker, Ideenhistoriker. Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, wäre das Stichwort Handlungsimperativ. Das
ist allen soweit, die sich mit Philosophie beschäftigen, vertraut, dass wir da an Immanuel Kant denken, an den kategorischen Imperativ. Du hast angedeutet, dass Hans Jonas mehr will als Kant, mehr wollte, auch mit Blick auf Handlungsfolgen. Kannst du vielleicht nochmal etwas eingehen auf das Verhältnis von Hans Jonas zu Immanuel Kant? Kant hat sich ja auch mit dem Frieden befasst und mit dem Traktat zum ewigen Frieden sich auch zur Friedensthematik geäußert und wird immer wieder zitiert, wie geht das mit dem Friedensethiker Hans Jonas zusammen? Und eine letzte Frage, die zielt auf die Studienzeit Hans Jonas ab. Du hast erwähnt, dass er nicht nur bei Husserl, sondern auch bei Heidegger gehört hat. Nun ist Heidegger bekanntlich nicht unumstritten. Unser Kollege übrigens am Institut, Silvio Vietta, hat sich sehr intensiv mit Martin Heidegger befasst, hat sogar eines der letzten schwarzen Hefte von ihm dediziert bekommen, das er mittlerweile dem Marburger Literaturarchiv zur Verfügung gestellt hat. Wie stand eigentlich Hans Jonas zu Heidegger? Bemerkenswert ist ja auch, dass Hannah Arendt bei Heidegger studiert hat und ein durchaus wohlwollendes Verhältnis, anerkennendes Verhältnis zu Heidegger entwickelt hat, wie ich, soweit ich weiß, und ich hoffe, ich bin hier richtig informiert, wie weit war das Verhältnis von Jonas zu Heidegger, zumal ja Heidegger dann auch in eine kontroverse Debatte über seine phasenweise temporäre Identifikation mit dem NS-Regime geraten ist. Das wären meine ersten drei Fragen und ich darf dich um Antworten dazu bitten. Ja, vielen Dank für die Fragen, Michael. Ich beginne mal mit der letzten in umgekehrter Reihenfolge, weil es, glaube ich, am einfachsten zu beantworten ist. Also das Verhältnis zu Heidegger. Natürlich war das in den 20er Jahren dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis zwischen Hans Jonas und Martin Heidegger. Und seine Schüler, das hört man von vielen, auch unter anderem von Hannah Arendt, waren sehr begeistert von diesem jungen Privatdozenten, der da lehrte. Und sie empfanden das wie ein Erdbeben, seine Philosophie. Das war etwas ganz Neues, was er in das Studium eingebracht hat. Und da ging es zunächst mal gar nicht so sehr um religiösen oder politischen Glauben. Und Hannah Arendt hat ja in der Tat dann auch ein Verhältnis mit Martin Heidegger begonnen. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Also sie ist eine Zeit lang mit ihm liiert, damals sogar noch als Minderjährige. Man war ja erst mit 21 volljährig zur damaligen Zeit und Hannah Arendt ist, glaube ich, 18, 19, als sie mit Martin Heidegger anbandelt. Als Juden zu einem Philosophen, der sich ja dann nachher zum Nationalsozialismus bekannt hat, sicherlich durchaus ein ambivalentes und sehr spannungsreiches Verhältnis. Und Hans Jonas hat natürlich die Haltung von Martin Heidegger im Nationalsozialismus, also er wird ja 33 dann Rektor der Freiburger Universität und ein Kollege von ihm hat mal gesagt, man wusste bei Heidegger nicht mehr, ob man noch die Vorsokratiker lesen solle oder bereits mit der SS marschieren. Also dieser stramme Nationalsozialist, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder an deutschen Universitäten lehrt, das war natürlich ein Dorn im Auge vieler ehemaliger jüdischer Schüler auch. Und Hans Jonas hat dann ein sehr gespaltenes Verhältnis zu ihm, weil er natürlich seine Philosophie einerseits sehr schätzt und sie sicherlich auch auf Heideggers Philosophie aufbaut. Auf der anderen Seite nimmt er ihm das Übel, diese Rolle, die er im Nationalsozialismus innehatte. Es gibt nur ein einziges Treffen oder ein einzig dokumentiertes Treffen zwischen den beiden in der Nachkriegszeit und das ist 1969, als er versucht, sich mit Martin Heidegger auszusprechen. Der Erfolg dieser Aussprache ist so ein bisschen zwiespältig überliefert. Also einerseits wird da von einem konstruktiven Gespräch gesprochen, auf der anderen Seite ist es nicht, also kommt meines Erachtens wenig dabei rum. Es gibt dann nochmal einen Briefwechsel nach dem Tod von Hannah Arendt, wo Jonas Heidegger über den Tod von Arendt informiert und Heidegger zurückschreibt. Das sind aber weitestgehend so die einzigen Auseinandersetzungen dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der Lehrer, ja, aber da gibt es dann auch große Kritik.
Hans Jonas selbst hat in den 60er Jahren auch massiv Kritik an der Philosophie dann von Heidegger auch geübt. Er hat kritisiert unter anderem, dass Heideggers Philosophie, dass der Jargon von Heideggers Philosophie Einzug in die Theologie gehalten hat. Da gibt es einen sehr berühmten Vortrag aus den 60er Jahren. Also er distanziert sich mehr und mehr dann von seinem Lehrer. Das vielleicht so viel dazu. Zu Kant, das Verhältnis ist, obwohl das natürlich zeitlich viel, viel weiter auseinander liegt, sicherlich in philosophischer Hinsicht ähnlich eng. Jonas selber sagt, ich will gar nicht Kant kritisieren. Also im Grunde genommen ist er auch durchaus ein heißt das gut, was Kant macht und findet das sehr wichtig und findet auch den Imperativ von Kant sehr wichtig. Er sagt eben nur, dass dieser Imperativ für die heutige Zeit nicht mehr ausreicht und er will den ergänzen. Er versteht seinen eigenen Imperativ, also die Handlungsfolgen zu berücksichtigen, auch gewissermaßen als Ergänzungsprinzip zum kantischen kategorischen Imperativ. Inwiefern das philosophisch und begründungstheoretisch überhaupt möglich ist und inwiefern das dann noch ein kategorischer Imperativ sein soll, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, dass das nicht wirklich funktioniert und seine Begründungsmodelle sind ja auch ganz anderer Natur. Aber er hat schon Kant war einer der ersten Philosophen, die er auch studiert hat in seinem Studium, auch natürlich vermittelt durch Husserl und andere und vor allen Dingen durch Julius Ebbinghaus, aber auch durch Karl Jaspers. Das war schon ein wichtiger Anknüpfungspunkt für seine eigene Philosophie. Er hat selbst schon als Gymnasiast einen Aufsatz zu Kant geschrieben, der sehr, sehr lesenswert ist im Abitur. Auch als Friedensdenker ist Kant sicherlich ein Vorbild, wobei das bei Kant natürlich sehr stark auf die Nationalstaaten die sich langsam herausbildenden Nationalstaaten in seiner Friedensschrift betrachtet werden muss. Das hat Jonas sicherlich weniger im Blick als eben so eine Art globalen Frieden. Also für ihn ist diese globale Dimension viel, viel entscheidender. Natürlich in einer Welt, die auch sehr global geprägt ist, da ist sozusagen der Frieden zwischen den Nationalstaaten ein Moment, aber eben nicht alles. Da geht es um den Erhalt des Ganzen und nur der Erhalt, nämlich des Lebens als solchen, verbirgt dann auch letzten Endes einen Frieden zwischen den einzelnen Staaten. Ja, vielleicht kann man das so kurz zusammenfassen. Zur letzten Frage, die vielleicht die schwierigste ist und deswegen in umgekehrter Reihenfolge. Also als Pädagoge oder vielleicht auch so ein bisschen Psychologe, ich bin da ja, ich habe das zwar auch drin promoviert, aber das natürlich so ein bisschen vernachlässigt, sehe ich natürlich jetzt auch schon sehr, sehr stark die Folgen, die in dieser Zeit, egal ob in Schule, Kindergarten oder in den Familien, dass das wirklich ein Einbruch ist, also die fehlenden Kontakte für Jugendliche und Kinder, aber auch vermutlich eine zunehmende häusliche Gewalt in den Familien, weil alle aufeinander hocken und eng beisammen sind und gerade in sozial eher etwas bedrohteren Familien, die vielleicht eher zur Gewalt neigen, das sicherlich ein großes Problem ist und das uns vermutlich noch Jahre oder Jahrzehnte beschäftigen wird. Die Auswirkungen kann man jetzt noch gar nicht so wirklich absehen. Was ist mit dieser Generation, die jetzt so zwischen, ich sag mal, 3 und 10 oder 15 ist, wie wird die sich entwickeln? Das ist sicherlich ein Einschnitt in dieser Zeit, der noch Jahre und Jahrzehnte nachwirken wird. Da bin ich von überzeugt, aber das kann ich jetzt gar nicht wirklich abschätzen. Was sozusagen die Geschichte betrifft oder vielleicht auch die Auswirkungen auf die Wissenschaft, glaube ich, dass das eine Zäsur ist. Wenn in 30, 40 Jahren die Historiker mal über diese Zeit sprechen werden, dann ist das eben dieses Vor- und Nach-Corona ist sicherlich wie vor und nach dem 11. September, also ungefähr. Darüber muss man aber vielleicht dann in 2, 3 Jahrzehnten nochmal nachdenken, was das dann wirklich bewirkt hat. Ich glaube, auch das ist jetzt schwer zu sagen. Wir sehen ja schon die Auswirkungen zum Teil jetzt, auch was unser eigenes Arbeiten betrifft. Es ist natürlich zum Teil schwieriger, weil wir die Kontakte nicht mehr haben, weil wir die Zugänge auch zu vielen Quellen im Augenblick nicht haben. Auch das wirft uns sicherlich gewissermaßen zurück und auch hier kann ich noch nicht genau sagen, welche Folgen das haben wird. Auf der anderen Seite tun sich natürlich unendlich viele neue Felder auf,
Und gerade, ich glaube, für Soziologen oder Philosophen ist das sicherlich auch eine Zeit, die sehr prägend sein wird und die sicherlich noch zu vielen Publikationen auch führen wird. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe auch schon an Büchern zur Corona-Krise und den Auswirkungen. Aber da wird sicherlich noch eine ganze Menge weiterer Literatur folgen. Und wir werden sehen, in welche Richtung wir dann gehen. Von mir erstmal vielen Dank für den Vortrag, sehr anregend. Ich habe mir auch einige Fragen dazu aufgeschrieben. Zunächst, Sie haben Heidegger und Kant ja eben angesprochen. Könnten Sie etwas zu weiteren Einflüssen auf Hans Jonas Werk sagen? Welche Philosophen beeinflussten sein Werk? Inwiefern lässt sich durch den Austausch auch seine Idee zurückführen? Dann meine zweite Frage. Sie hatten Atommüll unter anderem angesprochen in den Themen, die durch die Nachhaltigkeit massiv geprägt sind. Ein kritisch diskutiertes Thema ist gerade in neuester Zeit jetzt die Bedeutung der Atomkraft. Hans Jonas erlebte selbst noch die Tschernobyl-Katastrophe mit. Wie stand er zu der Atomkraft? Hat er sich dazu geäußert? Das würde mich interessieren. Und als drittes, eine sehr aktuelle Frage. Erst gestern sprach das Bundesverfassungsgericht in einer Klage zum Klimagesetz eine grundsätzliche Neuauslegung aus, der zufolge künftige Generationen bei politischen Entscheidungen stärker einbezogen werden müssen. Ich zitiere aus dem Urteil: Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind. Im Grunde ist das doch eine Bestätigung von Hans Jonas Philosophie. Das wäre meine dritte Frage. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kramm, auch für diese Fragen. Zu den Einflüssen von Hans Jonas. Also das heißt die Frage, welche Philosophen oder welche Denker hatten Einfluss auf sein eigenes Werk? Das ist eine unheimlich schwierige Frage, weil er seine Quellen eigentlich nie wirklich offenlegt. Also er hat so eine Art zu schreiben, dass er vieles so, wenn überhaupt, dann indirekt zitiert oder also auf jeden Fall nicht so, wie wir das heute kennen, in Fußnoten Quellen angibt, wo er das her hat. Und das ist manchmal nur rekonstruierbar, wenn man sich in anderen Werken sehr, sehr gut auskennt. Und seine Einflüsse sind sehr, sehr, sehr zahlreich, weil es natürlich auch sehr, sehr viele Bereiche betrifft, also eben die Religionsphilosophie, die Biologie und eben die Ethik. Also in der Biologie zum Beispiel ist es eben der genannte Ludwig von Bertalanffy, Nobelpreisträger, auch der in den 40er Jahren, ja späten 30er, frühen 40er Jahren starken Einfluss auf ihn ausübt. Vielleicht vertue ich mich jetzt, also genau datieren kann ich es nicht. Vielleicht ist es auch Ende 40er Jahre erst, müsste ich nochmal nachsehen. Also auf jeden Fall Ludwig von Bertalanffy, über den er auch sozusagen den Sprung dann nach Übersee schafft, mit dem er sich regelmäßig dann austauscht über Fragen. Das wäre so ein Anknüpfungspunkt in der Biologie. In der Religionsphilosophie ist es sicherlich Gershom Scholem, der ihm viel über die Kabbala vermittelt, also der Gottesbegriff nach Auschwitz, eines seiner bekanntesten Werke auch, das ich jetzt nicht eingegangen bin, aber das viele vielleicht auch kennen. Das wäre nicht ohne das Denken und ohne den Einfluss von Gershom Scholem, der ja ein Spezialist für die Kabbala war, für die jüdische Mythologie, nicht denkbar gewesen. Das wäre, es ist einer der Einflüsse, die ihn da sehr prägen. Ich hatte Whitehead und Bergson auch für die Biologie schon genannt. In der Ethik, wie gesagt, Aristoteles und Kant und Heidegger sind da sicherlich zu nennen, die Phänomenologie durch Husserl vermittelt. Er hat immer wieder auch phänomenologische Ansätze in seiner Philosophie. Aber da alle Einflüsse im Einzelnen aufzuschlüsseln, ist sehr, sehr schwierig. Wir haben das zum Teil versucht in dem Handbuch, was wir rausgegeben haben. Und man auch sieht, dass zum Beispiel in anderen Erdteilen und in anderen Staaten wie Brasilien, Italien, Frankreich, den USA und so weiter, die nochmal auch einen ganz anderen Blick auf die Philosophie von Jonas haben, eine ganz andere Lesart und da auch andere Einflüsse wieder benennen können. Ja, also die wir aus deutscher Perspektive vielleicht gar nicht so sehr auf Anhieb sehen. Also er war sehr, sehr belesen,
war natürlich auch durch seine Sprachenvielfalt. Ne? Der sprach Deutsch, Englisch, Hebräisch und hat in allen Sprachen sich auch verständigt und geschrieben und unterhalten. Sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist im Einzelnen nicht alles wirklich nachzuvollziehen. Zur Haltung der Atomkraft, das finde ich auch eine spannende Frage. Es gibt ein Gespräch, eine Aufzeichnung eines Gespräches oder eine Erinnerung an ein Gespräch zwischen ihm und Karl Jaspers, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er, das ist Dr. Jaspers, wo er sehr euphorisch über die Atomkraft spricht, auch wenn die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki gerade gefallen sind, aber er träumt von einer Mußegesellschaft, dass die Atomkraft eine Energiequelle sei, die uns ja über Jahrtausende hinweg jetzt sozusagen Energie liefern wird. Und ich glaube, das war die Meinung vieler in den frühen Jahren, vor allen Dingen noch in den 50er Jahren. Und das ändert sich natürlich mit den 60er, 70er Jahren dramatisch. Ne? Da kommen die ersten Atomunfälle und man fragt sich, wohin mit dem ganzen Müll und so. Und das wird zusehends kritisch. Dann sind natürlich auch die Gespräche zu nennen mit Günther Anders, seinem Freund, der sehr, sehr atomkritisch war. Ne? Also die Antiquiertheit des Menschen, sein Hauptwerk, das setzt sich ja sehr intensiv mit der Atomkraft auseinander. Aber auch natürlich Hans Blumenberg wäre hier zu nennen, der sich sehr viel mit Technik auseinandergesetzt hat. Und über diese beiden wird sein Verhältnis zur Atomkraft auch zusehends kritischer. Und dann hat man natürlich seit den 70ern den Club of Rome, Robert Jung und andere, die da kritische Stimmen, mehr und mehr werden kritische Stimmen laut und dem schließt sich dann Jonas auch an. Also es ist bis heute ja zwiespältig. Ne? Auf der einen Seite ist das eine unerschöpfliche Energiequelle, auf der anderen Seite die Gefahren, die darin lauern, sind ebenso massiv. Zur dritten Frage, Klimaschutzgesetz. Ja, ich habe das kurz angesprochen, weil das sehr, sehr aktuell ist und mit ganz aktuellen Diskussionen kenne ich mich nie so richtig aus. Das war jetzt sehr taufrisch. Ich habe das auch jetzt wahrgenommen, diese Diskussion, und kann das gut nachvollziehen, dass man diese Werte jetzt einfach auch im Vorfeld festlegt und nicht sozusagen wieder aufschiebt. Und Sie haben schon richtig gesagt, ich glaube schon, dass das ganz im Sinne auch von Hans Jonas Denken und seiner Philosophie wäre. Also, dass er dieses Urteil, was da jetzt heute Morgen oder gestern durch die Presse ging, sicherlich auch gutiert hätte. Und dem zugestimmt hätte. Aber das ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, eine Vermutung, die die man durchaus treffen kann. Also er hätte das sicherlich gut geheißen und auch bestätigt. Danke, lieber Jürgen, für diese erschöpfenden Antworten. Ich habe noch eine Nachfrage zur Frage von Severin Kramm, die berührt, auf welche Quellen, auf welche Literaturen, auf welche Philosophien sich Hans Jonas bezieht. Es ist eine reine Wissensfrage. Ist eigentlich die Bibliothek von ihm 1:1 überliefert, aus der wir Schlüsse ziehen könnten durch Anmerkungen, durch Notizen, durch Anstreichungen, welche Passagen er aus Werken zitiert hat oder sie gelesen hat? Die Frage stellt sich ja übrigens auch für Politiker. Wir wissen mittlerweile, dass die Bibliothek von Josef Stalin existiert und dass sie genau untersucht wird auf Belegstellen, auf Anmerkungen, um Rückschlüsse auf sein Denken ziehen zu können. Ich frage mich natürlich auch nochmal mit Blick auf die von dir eingangs angeführte Problematik, dass die Krise alle Welt dekonstruiert habe und eine Rekonstruktion unmöglich sei. Nun hast du sehr schön zitiert, Hans Jonas, dass es die Aufgabe sei, die Seelenheiterkeit wieder der Welt zu geben und zu verschaffen. Und du hast auch zitiert, das göttliche Erbe auf der Erde nicht im Stich lassen. Wie würdest du, wenn du dich in den Kopf, in den Körper von Hans Jonas versetzen könntest, meinen, dass er die Corona-Krise, diese Pandemie, die er ja noch möglicherweise als junger Bursche in Form der spanischen Grippe in Erinnerung haben mochte, wie er zu dieser Corona-Krise stehen würde, ob das Konsequenzen hätte für sein Denken und seinen Handlungs- und seinen Verantwortungsimperativ. Dann nochmal zurück zur Frage, inwiefern das alles, was jetzt geschieht mit Klima,
Bewegung Fridays for Future nur ein Nachruf auf das Ganze zu verstehen sei, frage ich, gab es eben nicht auch Vorrufe und Warnungen? Du hast auf die Brundtland-Kommission verwiesen, benannt nach der ehemaligen Sozialdemokratin und norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland. Ich erinnere an den Nord-Süd-Dialog in den 70er Jahren, der von den Sozialdemokraten Willy Brandt, Bruno Kreisky, Olof Palme angestoßen worden ist, wo natürlich selbstverständlich auch damit verbundene Fragen der Ungleichheit, der Migration, auch des Umweltthemas schon impliziert waren. Warum ist aus diesen Initiativen so wenig geblieben oder so wenig geworden? Nun hast du gesagt, dass Hans Jonas nicht der politische Philosoph war, aber vielleicht kannst du uns als Historiker darauf Antworten geben. Was sind die Gründe, dass aus diesen vielen Erkenntnissen, die sich in den 70er Jahren ja Bahn gebrochen haben, ich denke an den Club of Rome mit den Grenzen des Wachstums, Brundtland-Kommission, Nord-Süd-Dialog etc., dass da offensichtlich so wenig geblieben ist davon oder auch in den jetzigen jüngeren Debatten so wenig, wie mir scheint, darauf Bezug genommen wird. Eine letzte, dritte Frage betrifft letztlich auch nochmal den Begriff der Freiheit, den Hans Jonas offensichtlich ja auch als eine Art Fortschrittsthematik begriffen hat, mit dem Leben als Stufenleiter. Nochmal eine Frage. Europa ist geteilt, Europa ist gespalten, Deutschland ist geteilt, es leben Menschen hinter dem eisernen Vorhang in Unfreiheit. Hat das Jonas berührt? Er sitzt in den USA, er lehrt dort. Wie denkt er über den Ost-West-Konflikt? Gibt es da überhaupt keinen Hinweis, wie er das Verhältnis der Supermächte, das Ringen um Einfluss in der Welt zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika gesehen worden ist von ihm, gar nicht zu reden von China, einer aufsteigenden Macht, ein Aufstieg, der sich im Laufe der 70er Jahre schon andeutet und spätestens dann in den 80er Jahren immer deutlicher wird. Das sind so Fragen, die mich auch bewegen und du siehst, dein Vortrag hat einiges bei uns ausgelöst. Ich versuche das möglichst knapp zu beantworten. Also vielleicht zunächst mal zur ersten Frage der Bibliothek. Nein, also das ist nicht überliefert. Einzelne Bücher, ja. Es gibt ja den Nachlass oder was er sozusagen als Archiv weitergegeben hat. Das Archiv befindet sich seit den späten 90er Jahren an der Universität Konstanz. Und da sind eine ganze Reihe von Briefen, Manuskripten und so weiter auffindbar, aber keine eigene Bibliothek mit Verweisen auf Literatur und so weiter. Ein zweiter Teil, die Kinder von Hans Jonas, er hatte drei Kinder oder hat drei Kinder, die leben alle noch. Und die älteste Tochter ist jetzt dazu übergegangen, weil sie auch in den USA lebt, weitere Teile des Nachlasses an das Leo Beck-Institut in den USA zu geben. Also dass das gewissermaßen jetzt auch zweigeteilt ist. Ein Teil liegt in Konstanz, ein Teil am Leo Beck-Institut und ein weiterer Teil ist eigentlich noch bei den Kindern zu Hause. Also da gibt es auch noch Sachen, die nicht weitergereicht worden sind. Insofern ist das... ja, was die sozusagen die Archivforschung auch betrifft, nicht ganz einfach. Und die Bibliothek, soweit ich weiß, also Teile stehen, glaube ich, noch in den USA, aber so, dass man daraus erschließen könnte, worauf er sich da beruft, ist mir zumindest nicht bekannt. Zur zweiten Frage, es gibt von ihm in einer ganz späten Rede, nicht lange vor seinem Tod, die ist übertitelt mit der Überschrift Fatalismus wäre Todsünde und immer wieder der Aufforderung, jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, egal was passiert, sondern wenn wir fatalistisch sind, dann haben wir eigentlich den Kampf aufgegeben, die Welt am Leben zu erhalten oder das Leben überhaupt zu erhalten. Also wenn die Situation noch so düster zu sein scheint, scheint es ihm doch wert, den Kampf fortzuführen, um für eine bessere Welt auch einzutreten und um Frieden und ein Leben auf der Erde zu ermöglichen. Und was so Fridays for Future oder schon die 70er Jahre betrifft, du hast gesagt, dass das versandet immer so und die Initiativen versanden. Ich
ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen in der Psyche von uns Menschen angelegt. Ne? Also wir schieben das gern beiseite und schieben das gerne auf. Und ich glaube, da hat zum Beispiel Greta Thunberg mit ihrer Initiative der Fridays for Future Bewegung auch nochmal den Finger in die Wunde gelegt, dass sie gesagt hat, also das geht jetzt nicht mehr. Ne? Also wir können nicht immer weiter aufschieben, weil uns das Ganze sonst um die Ohren fliegt. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Initiativen, auch auf nationalstaatlicher, auf europäischer und auf Weltebene. Mir scheint aber immer noch, dass das nicht ausreichend ist. Und wenn wir da nicht wirklich was anpacken, dann fliegt uns das Ganze vielleicht eines Tages dann doch um die Ohren. Aber auch hier wieder würde ich sagen, Fatalismus wäre da Todsünde mit Hans Jonas. Wir müssen da weiter dran arbeiten. Aber ich glaube, dass wir einfach auch so gestrickt sind, ne, als Menschen, dass wir Dinge, die uns nicht unmittelbar bedrohen, wie jetzt so eine Corona-Krise, die sozusagen ganz massiv von uns verlangt, bestimmte Dinge zu tun, Dinge, die einfach in der Zukunft liegen, ne, und die uns noch nicht direkt bedrohen, dass wir die gerne beiseite schieben und sagen, ja, das hat ja noch Zeit, aber das hat es eben nicht. Und das zu verstehen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und dafür hat Hans Jonas sicherlich auch in den 70er Jahren, 80er Jahren bereits gekämpft. Und dafür ist er sicherlich auch immer noch für dieses Bewusstsein immer noch eine Autorität. Was das Politische betrifft, den Ost-West-Konflikt und die Bipolarität zwischen den USA und der UdSSR, damals der Sowjetunion. Es gibt wenig dazu. Also das Größte ist vielleicht noch die Auseinandersetzung mit Günther Anders, mit dem er sich ja auch zwischenzeitlich so etwa 10 Jahre lang, mit dem er über Kreuz liegt und mit dem er sich streitet und dann auch der Kontakt abbricht. Weil Anders natürlich war schon relativ links, was sein politisches Denken betrifft, auch sehr viel politischer als Hans Jonas. Und er engagiert sich ja für das Russell-Tribunal und kritisiert massiv die USA. Und da geht Hans Jonas dann eben nicht ganz mit und setzt sich dann mit Anders auseinander und kritisiert dann Anders wiederum. Aber so wirklich Einlassung auf konkrete politische Handlungen, Situationen, Bedrohungen, das findet sich bei ihm eher in verallgemeinernder, abstrakter Hinsicht. Ne? Also vielleicht kommt da mal das Wettrüsten zur Sprache, aber das wird nie wirklich konkret. Da werden dann keine Personen genannt oder keine konkreten Maßnahmen, sondern es ist immer eher so im allgemeinphilosophischen Kontext zu sehen. Ne? Das ist, konkret wird es eher, wenn es so um Biotechnologie, Medizintechnologie, überhaupt um Technologien geht. Dann wird es konkreter. Herzlichen Dank. Ja. Herzlichen Dank. Wir setzen fort mit der weiteren Fragenrunde, die von Severin Kramm gestaltet wird. Besten Dank. Wenn ich daran direkt anknüpfen dürfte, auch ich hatte mir eine Frage zu Militär und Krieg aufgeschrieben. Hans Jonas, Sie hatten es erwähnt, erlebte beide Weltkriege, erlebte den Kalten Krieg, diente selbst in der israelischen Armee. Sie haben erwähnt, dass er sich sehr intensiv befasst hat damit, wie Friedensforschung auszusehen hat, beziehungsweise wie Frieden zu erreichen ist. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen weiter ausführen. Wie stand er zu Militär, zu kriegerischen Konflikten? Wie war seiner Meinung nach ein nachhaltiger Frieden zu erreichen? Dann haben Sie in Ihrer Einleitung angesprochen, dass die Zeit nach Corona anders sein wird, sich die Gesellschaft grundsätzlich neu orientieren bzw. ausrichten muss. Das hat mich sehr stark erinnert an diese 2030-Initiative, die praktisch einen ökologischen Neustart, ökologisch ausgerichteten Neustart nach der Corona-Zeit beginnen will. Die Rede ist von dem sogenannten Great Reset. Unter anderem Jens Spahn und Annalena Baerbock sind Mitglieder in dieser Initiative. Wie sehen Sie dies auch mit Blick auf Hans Jonas Vorstellung? Und schließlich, Sie haben es jetzt am Ende kurz erwähnt,
Sie haben die Grenzen der Biotechnologie angesprochen. Wie würde Hans Jonas denn die Grenzen hier sehen? Wie würde er sie begreifen? Wie stünde er zur Gentechnologie, zur Stammzellenforschung, zum Klon? Das wäre so meine letzte Frage. Vielen Dank. Tja, ich versuche auch das etwas in gebotener Kürze zu beantworten. Also ich glaube, man kann das Prinzip Verantwortung letzten Endes auch als Antwort auf das lesen, was im Zweiten Weltkrieg passiert, nämlich als der Versuch, auch wenn das so ein bisschen oberflächlich und naiv klingt, aber als der Versuch, dass so etwas nie wieder geschieht, die Barbarei des Zweiten Weltkrieges, indem wir uns unserer Verantwortung, auf unsere Verantwortung besinnen, Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung heißt dann eben auch, eine globale Perspektive einzunehmen, die Perspektive des anderen einzunehmen, auf das zu antworten, was uns herausfordert. Für ihn war aber, und das habe ich in dem Vortrag ja auch schon angedeutet, Krieg durchaus oder militärische Handlung durchaus dann legitim, wenn es um Verteidigung geht. Ja? Also sei es, dass die Welt sich gegen Hitler verteidigt hat. Ne? Er ist ja aktiv dann Soldat in der britischen Armee. Und die jüdische Brigade war ja auch ein herausragendes Moment, also weil da Juden versammelt waren, die für die Briten dann gekämpft haben. Und das war schon auch durchaus ein gewisser Zusammenhalt da in dieser Brigade. Und da ist für ihn kriegerische Auseinandersetzung oder kämpferische Auseinandersetzung auch legitim. Also er war kein Pazifist, er hat als Soldat gekämpft, er hat auch Technologien entwickelt, das zum Teil überwacht, schon in der Zeit der Haganah bei der israelischen Armee, selber in einmal verwickelt, relativ am Ende des Krieges. Aber er hat durchaus da auch Waffe gegeben und sagt, wenn man sich verteidigen muss, dann muss man sich verteidigen. Es gibt diesen Aufruf jüdischer von 1939, sich gegen Hitler auch zu verteidigen, also wo er aktiv dazu aufruft, dann auch als Soldat aktiv zu werden, zu den Waffen zu greifen. Letzten Endes geht es ihm dann aber perspektivisch gesehen eben um die Wahrung des Friedens, um die Wiederherstellung des Friedens. Ja. Und das geht eben Hand in Hand, also abseits sich der Verantwortung zu stellen und wenn die Verantwortung dazu aufruft, eben sich den Aggressor zu verteidigen, dann ist das eben auch ein Aspekt der Verantwortung. Perspektivisch betrachtet die Herstellung des Friedenszustandes, ne, in Form von Übernahme von Verantwortung, die auch sich so ausbuchstabieren kann. Zur Biotechnologie und zum Klonen ist zu sagen, da war er ein massiver Kritiker, egal was es betrifft. Also es gibt Aufsätze über das Klonen, über Stammzellenforschung, über den Hirntod, das Kriterium des Hirntods, über alle möglichen Arten dieser Art von Wissenschaft. Und zwar in dem Band Technik, Medizin und Ethik, sozusagen zur Praxis des Prinzips Verantwortung. Und da war er ein massiver Kritiker. Auch Organtransplantation hat er abgelehnt, aus dem Grund, weil er sagt, also es gibt ein Recht zu sterben. Und wenn wir Menschen künstlich gewissermaßen am Leben halten, um ihnen die Organe zu entnehmen, dann kann der Mensch nicht als Ganzer sterben. Ich verkürze das jetzt ein wenig, aber der Körper, das Organische gehört mit zum Menschen, ist Teil des Menschen und auch das hat, Sie schütteln den Kopf, oder das war auf was anderes bezogen? Oder? Das war auf, Entschuldigung, okay. Ja. Auch da haben wir das Recht sozusagen, dass der Körper vergeht und nicht sozusagen als Ersatzteillager missbraucht wird. Darüber kann man streiten. Ne? Also das gerade in der heutigen Zeit ist die Diskussion in eine ganz andere Richtung gegangen. Ich glaube aber, was man von Hans Jonas lernen kann, dass man über diese Dinge aufklärt. Was heißt eigentlich Hirntodkriterium? Ne? Wann ist da jemand wirklich tot? Also da funktioniert noch eigentlich eine ganze Menge. Und ich glaube, da ist es wichtig, ihn auch zu lesen, dass man, das wird in der öffentlichen Debatte oftmals verkürzt einfach dargestellt. Wenn ist jemand hirntot, wird er für tot erklärt. Aber dass das ein Kriterium ist, was erst möglich geworden ist, auch durch neue Technologien in der Medizin, das konnte man vorher gar nicht so feststellen,
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo er auch ganz massive Impulse in die Debatte eingegeben hat, Ende der 60er Jahre. Das war diese Harvard-Kommission in den USA, die das Kriterium da festgelegt hat. Was Corona und den, Entschuldigung, diesen Great Reset, von dem Sie gesprochen haben, betrifft, das finde ich schwierig, da was zu sagen. Also ich glaube auch, dass ich da schlecht einschätzen kann, wie Jonas das sehen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass er da eher kritisieren würde, dass es wird jetzt wieder so ein Datum gesetzt, ne? Also ist schon rund auf 2030 und dann hat man da wieder einen Anker, so einen Punkt, auf den man sich konzentrieren kann. Und das wäre ihm wahrscheinlich auch zu kurz gedacht. Ähnlich in der Diskussion jetzt über das Klimaschutzgesetz. Es geht jetzt darum, es geht immer darum, dass wir jetzt etwas tun, jetzt unserer Verantwortung nachkommen, die dann in die Zukunft hineinwirkt. Und oftmals, das sind wieder so Dinge, die werden dann aufgeschoben, dann werden für 2030 plus X oder 2038, wenn dann irgendwas abgeschaltet wird und. Das sind immer wieder Aufschübe, die gemacht werden, die aber der Sache an sich nicht wirklich dienlich sind. Ja. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir kommen zur letzten Fragerunde. Noch drei. Und zwar anknüpfend an das, was Severin Kram schon gefragt hat. Zu Recht ist gesagt worden, dass Judentum, Christentum und Islam nicht per se so friedliebend und pazifistisch ausgerichtet waren als Religionen. Wie sah dieses Spannungsfeld Friedenssicherung, Friedenserhaltung und implizite auch Anlage zur Kriegführung in den drei Offenbarungstheologien Hans Jonas? Zweite Frage, du hast ja sehr dezidiert gesagt, nein, der Hans Jonas ist kein grüner Vordenker für Europa. Daher die hypothetische Frage, was müsste denn deiner Ansicht nach ein grüner Vordenker Europas sein? Was müsste einen grünen Vordenker Europas ausmachen, wenn es denn Hans Jonas nicht ist? Und was wäre auch deiner Ansicht nach ein verantwortungsethischer Vordenker für Europa? Haben wir so einen in Europa? Haben wir so einen in Deutschland? Und die allerletzte Frage, du hast ja auch sehr deutlich klar gemacht, wie missverständlich Hans Jonas ausgelegt werden kann im Zeichen jüngster politischer, gesellschaftlicher Konjunkturen. Du hast darauf hingewiesen, dass es eine irrige Rezeption durch den grünen Politiker Robert Habeck gibt. Wie würdest du überhaupt das Verhältnis der Grünen zu Hans Jonas und das Verhältnis der Grünen zur Verantwortungsethik und Verantwortungsphilosophie auch jenseits von Hans Jonas sehen? Das wären meine letzten drei Fragen an dich. Ich glaube, die letzten beiden Fragen kann man vielleicht zusammen beantworten. Ich versuche das mal. Also wenn Hans Jonas kein grüner Vordenker war, wer ist es dann? Ich hatte das ja schon so ein bisschen anklingen lassen in dem Vortrag, dass das eigentlich zwei verschiedene Debatten sind, die da geführt werden. Hans Jonas wollte eben ein philosophisches Fundament etablieren und hat sich der Frage nach dem Umwelt- und Lebensschutz aus philosophischer Perspektive gewidmet. Und diese Diskussion über seine Philosophie findet ja in der Öffentlichkeit überhaupt nicht statt. Das ist ja, wenn allenfalls, dann in akademischen, philosophischen Kreisen der Fall. Und auch hier muss man sagen, dass er mit seiner Philosophie eigentlich überhaupt nicht anschlussfähig war und ist, weil die Philosophie, die damals und heute betrieben wird, eigentlich in ganz andere Wege gegangen ist und ganz andere Wege geht. Ich hatte ja schon angedeutet, dass er auf antike Muster der Begründung zurückgreift, auf Kant zurückgreift, den aber dann wieder mit einer Philosophie ergänzt, die eigentlich nicht en vogue war, weder zur damaligen Zeit, als zum Beispiel die französische Philosophie, der Poststrukturalismus und andere Tendenzen in der Philosophie sehr, sehr vorherrschend gewesen sind. Heute ist es die analytische Philosophie. Ethik wird ohnehin
jetzt nicht so ausgiebig betrieben in den Universitäten. Und da ist Hans Jonas mit seinem eher metaphysisch-ontologischen Ansatz sicherlich auch nicht wirklich da jemand, der eine eigene Schule begründen könnte. Ein Problem ist bei ihm sicherlich auch, dass er sich selten oder gar nicht dazu äußert, wie denn Entscheidungen getroffen werden sollen. Also wer, wenn er sagt, man muss sich fürchten vor dem, was passieren könnte, dann muss man sich fragen, ja, wessen Furcht ist das denn? Wer entscheidet denn darüber, ob zum Beispiel ein Projekt dann nicht durchgeführt wird oder nicht? Also diese Frage nach Gremien, nach Sozialstrukturen, nach dem Dialog, dem Diskurs, der da stattfinden muss, zwangsläufig, ne, um darüber zu befinden und auch zu entscheiden, und der darüber auch berät, welche Argumente ausgetauscht werden können, das fehlt bei ihm. Und da gibt es aber in der deutschen Philosophie Vordenker wie zum Beispiel Karl Otto Apel oder Jürgen Habermas und die Diskursethik, die sozusagen diese Lücke auch geschlossen hat und die genau daran anknüpfen, und dieses Diskursmoment sehr, sehr stark machen und die Frage erörtern, wie können wir denn Verantwortung in Praxis tatsächlich realisieren, über welche Institutionen, über welche Gremien, über welche Argumentationsmuster. Und das ist sicherlich für mich persönlich jetzt ein durchaus fruchtbarer Ansatz als dieses doch eher abstrakte Denken, auf das Jonas sich zurückzieht. Also wenn ich mich frage, ja, wie komme ich denn jetzt zu meiner Entscheidung, dann finde ich bei Apel und Habermas, ich persönlich jetzt eher Antworten als bei Hans Jonas. Aber er hat natürlich etwas davor formuliert, was unheimlich wichtig ist und an das die beiden sicherlich auch anknüpfen. Wenn wir das Verhältnis der Grünen zur Verantwortung uns anschauen, dann ist es auch immer wieder, und das sieht man ja bei Habeck in dem Nachwort zum Prinzip Verantwortung auch, er spricht dann von einem politischen Imperativ. Also in meinen Augen ist er das nicht. Das ist kein politischer Imperativ. Man kann das natürlich sozusagen in die politische Praxis mit hineinnehmen. Und bei Jonas gibt es ja auch dieses Spannungsverhältnis von einer Verantwortung im Mikrobereich, ne, also die Verantwortung der Eltern für das Kind, und der Makrobereich, die Verantwortung, er nennt das, des Staatsmannes gegenüber dem Volk, also was weiß ich, des Politikers könnte man oder Politikerin heute sagen. Aber das ist eigentlich nicht der Kern, sondern der Kern ist eben die Philosophie, und die wird gar nicht diskutiert, sondern das sind politische Diskussionen, die da statthaben. Und natürlich ist es aber da wichtig, und da sind sicherlich die Grünen Vorreiter gewesen und sind es nach wie vor, diese Aspekte auf die politische Agenda zu setzen. Bereits in den 80er Jahren, aber heute natürlich wieder durch Leute wie Habeck und Baerbock, die da sicherlich nicht zu Unrecht auch als, wie immer man das jetzt werten will, als Ökopartei tituliert werden. Ja, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und den die anderen Parteien, ich sag mal, ja, schon so ein bisschen versäumt haben, dem wirklich auch nachzugehen und dieser Verantwortung auch tatsächlich gerecht zu werden. Was die erste Frage betrifft, da bin ich ehrlich gesagt so ein wenig überfragt. Also, wie gesagt, ich kann das aus dem Judentum und seiner Argumentation heraus vielleicht so ein bisschen rekonstruieren, dass er, das habe ich auch schon gesagt, dass er Frieden nicht eben ohne Gewaltlosigkeit oder Frieden nicht ohne Krieg denkt. Also das sind durchaus Mittel, die legitim sind, um Frieden zu erreichen. Wie das allerdings im Christentum oder auch im Islam ist, ich bin nicht so religiös gestimmt, dass ich da wirklich jetzt Substanzielles zu sagen könnte. Wenn man sich die Geschichte der Religion anschaut, das war ja schon immer auch sehr kriegerisch geprägt. Also die natürlich immer den Frieden gepredigt, aber dann doch den Krieg geführt haben. Mehr kann ich da gar nicht wirklich zu sagen. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ja, lieber Jürgen, dennoch, du hast uns sehr viele Antworten gegeben. Die dir mehr oder weniger schwer, eher leicht fielen, wie wir fanden. Du hast uns sehr viele Auskünfte über deinen Vortrag hinaus geliefert, und ich möchte mich zunächst nochmal ausdrücklich für diesen Vortrag und dann auch für die vielen Antworten auf viele
auch anspruchsvolle und schwierige Fragen sehr herzlich bedanken. Wir sind ja in der Situation, dass wir keine hochschulöffentlichen Vorträge haben mit anschließender Diskussion. Deswegen zerbrechen wir uns auch im Vorfeld die Köpfe, was wir alles möglicherweise fragen sollten und müssten, was andere fragen würden. Und insofern auch diese Intensität in diesem Ping-Pong mit Severin Kramer und den vielen Fragen. Ganz herzlichen Dank dir. Und nachdem wir das Thema Corona auch du in deinem Vortrag angesprochen hast, zeige ich dir ein neues Büchlein, das erschienen ist, gemeinsam mit Manfred Rauchensteiner, einem österreichischen Historiker, Corona und die Welt von gestern. Und das schicke ich dir nach Siegen bzw. deine Kölner Homeoffice-Adresse als kleines Dankeschön für deine Bereitschaft, im Rahmen unserer jetzt Online-Vortragsreihe aufzutreten. Herzlichen Dank, viele Grüße und weiterhin alles Gute, bleib gesund. Dankeschön, Michael.